Mahlzeit. Mahlzeit und herzlich willkommen zu 10 weiteren Tipps und Clips für Piloten. Heute will ich mal ein Thema anschneiden, was auch schon des Öfteren gewünscht wurde. Lenkraketen bzw. Luft-Luft-Raketen oder zu Englisch Air-to-Air-Missiles. Es gibt verschiedene Arten und Unterarten von Lenkraketen, aber in diesem ersten allgemein gehaltenen Video über das Thema gehe ich auf die am meisten genutzten Raketen ein. Infrarotgelenkte und auch ein bisschen über Radargelenkte. Noch ein wenig die Unterschiede dazwischen. Legen wir also los. Tipp Nummer 1, IR-Erfassungsbereich. Infrarotraketen oder auch Heatseeker bzw. Wärmesucher erfassen das Ziel über die Wärmesignatur, wie der Name schon sagt. Dabei sind früher Varianten wie die AIM-9B zum Beispiel mit schlechteren Suchköpfen ausgestattet und können auch nicht so viele G-Kräfte steuern. Wenn man die Rakete aktiviert, hat man nur einen kleinen grauen Ring, den man zur Erfassung des Ziels von hinten auf eben diesen anvisieren muss. Sobald der Ring rot wird, kann man die Rakete abfeuern. Wenn das Ziel sich nach dem Abschuss nicht zu viel bewegt, treffen auch die frühen Infrarotraketen, aber wie beim zweiten Ziel zu sehen, reichen schon leichte Ausweichmanöver, um eine AIM-9B loszuwerden. Spätere Varianten haben zwar einen kleineren mittleren Kreis, aber einen größeren zusätzlichen Kreis außenrum. Da muss man die Nase nur einmal kurz zum Erfassen aufs Ziel nehmen und kann dann vorhalten, zum Beispiel ähnlich wie man es ja auch mit den Kanonen und MGs macht. Die meisten der Wärmesucher sind Rear-Aspect-Raketen, das heißt, dass sie hauptsächlich von hinten das Ziel erfassen und begrenzt seitlich. Es gibt aber auch ein paar wenige High-Tier-Dinger, die All-Aspect-Raketen sind, das heißt, dass sie das Ziel von allen Seiten erfassen können. Natürlich mit Abstrichen in der Erfassungsreichweite, wenn man zum Beispiel von vorne anvisiert. Tipp Nummer 2, Aufwärmphase. Bevor man eine Rakete abschießt, muss man diese erst aktivieren. Wenn man die Rakete aktiviert, blinkt die Erfassungsanzeige in Form von den grauen Ringen erstmal ein paar Mal, bevor der Suchkopf ausreichend vorgewärmt ist. In diesem Clip kann man dazu ganz schön im Vergleich eine radargelenkte Rakete beim zweiten Abschuss sehen. Zwar setzt die radargelenkte Rakete logischerweise eine vorherige Radarerfassung voraus, dafür ist die Rakete um einiges schneller bereit. Tipp Nummer 3, Fire and Forget. Dies trifft hauptsächlich für die wärmegelenkten Raketen zu, die es momentan im Spiel gibt. Mit Radargelenken muss man bei den derzeit verfügbaren Raketen das Ziel noch mit dem Bordradar aufgeschaltet lassen, bis das Ziel getroffen wurde oder nicht. Bald gibt es hier aber auch neue Raketen. Es heißt zwar Fire and Forget, das heißt aber nicht, dass ihr eure Rückendecken vergessen solltet. Tipp Nummer 4, Radar in Bodennähe. Wo wir schon beim Thema Radarerfassung sind, in Bodennähe ist das Radar gestört. Je besser und moderner das Radar von eurem Flieger ist, umso schwächer wird das Problem zwar, aber gänzlich ausmerzen lässt sich das nicht. Das könnt ihr euch natürlich auch zunutze machen, wenn euch jemand erfassen will. Tipp Nummer 5, Flares and Chaffs. Eine weitere Möglichkeit zur Raketenabwehr sind sogenannte Täuschkörper in Form von Flares und Chaffs. Dabei richten sich die Flares gegen Infrarotraketen und die Chaffs gegen Radargelenkte. Wie hier im Beispiel schön gezeigt, nehmen viele nur Täuschkörper gegen Wärmesucher mit, was die radargelenkte Matra 530 und das Radar der Mirage wenig beeindruckt. Und ein Abschuss ist dadurch fast schon garantiert. Tipp Nummer 6, Neuerfassung. Wenn ihr dabei seid, euer Ziel mit eurem Wärmesucher zu erfassen, kann der Sucher an abgefeuerten Flares hängen bleiben. Dann müsst ihr das Ziel neu aufschalten. Dafür benutzt ihr dieselbe Taste, mit der ihr auch eure Rakete aktiviert bzw. deaktiviert. Solange die Erfassung rot ist, wird mit dieser Taste die Rakete nicht deaktiviert, sondern geht auf Neuerfassung. Tipp Nummer 7, Falscherfassung. Jede Wärmesignatur ist eine potenzielle Ablenkung oder sogar Erfassung für euren Sucher. Seid also vorsichtig und checkt eure Zielerfassung lieber doppelt, bevor ihr die Rakete auf den Weg schickt. Hier in dem Beispiel springt der Sucher kurz vor Abschuss auf einen Teammate, der vor dem Gegner fliegt und dem ich eigentlich helfen wollte. Später sieht man bei der nächsten Rakete dann auch kurz, dass mein Sucher kurz an seiner abgefeuerten Rakete hängen bleibt. Und sogar die Sonne kann von eurem Sucher erfasst werden. Das kann man natürlich auch zu seinem Vorteil nutzen, wenn man angegriffen wird.
Tipp Nummer 8, Radarunterstützung für Wärmesucher. Manche wärmesuchenden Raketen können auch mit der Radarerfassung eures Flugzeuges unterstützt werden. So kann man schon das Ziel anvisieren, auch wenn der Wärmesucher noch grau ist und keine Wärmesignatur erfassen kann. So spart man sich dann, dass man die Nase seines Fliegers auf das Ziel richten muss für die Ersterfassung. Bedenkt nur, dass die Raketen nicht ewig aktiviert bleiben. Nach einigen Sekunden schaltet sich der Sucher auch wieder ab und ihr müsst neu mit dem Aufwärmen beginnen. Tipp Nummer 9, Vorbereitung. Auch wenn ihr schon eine Rakete auf den Weg geschickt habt, macht schon mal eine zweite als Backup bereit und wärmt den Sucher vor. So könnt ihr im Notfall schneller eine weitere Rakete auf den Weg schicken, als dass ihr nach einem Fehlschuss erst anfangt aufzuwärmen. Dasselbe könnt ihr auch machen, kurz bevor ihr ein defensives Manöver einleitet, um einen Gegner abzuschütteln. Denn wenn der danach an euch vorbeischießt, könnt ihr ihm direkt auf recht kurze Distanz eine Rakete mit auf den Weg geben. Tipp Nummer 10, Tracking Cam. Wenn ihr eine Rakete auf den Weg geschickt habt, könnt ihr diese auch noch verfolgen mit der Verfolgeransicht. Standardmäßig ist dafür die Taste U belegt, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten findet ihr es in den Luftkampfeinstellungen, wo ihr auch die Kameraperspektiven einstellt und könnt eine eigene Taste zuweisen. Diese Funktion ist ganz hilfreich, wenn man keine Raketen verschwenden will und schauen will, ob die eigene Rakete schon verfehlt hat oder einfach nur lange braucht. So, das waren auch schon meine 10 Tipps über Lenkraketen fürs Erste. Das Thema ist aber auch so umfangreich, dass es hier noch einige weitere Episoden bedarf, um es komplett zu beleuchten. Ich hoffe aber, dass ich schon mal ein paar wichtige Dinge vermitteln konnte und wünsche euch jetzt wie immer viel Spaß beim Üben. Bis dahin und wir treffen uns in der Luft.